Schrittweise Schulöffnung, bessere Datensammlung, Maskenpflicht im Personenverkehr. In ihrer Funktion als Regierungsberaterin in der Corona-Krise hat die Nationalakademie Leopoldina Empfehlungen für die Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Die Forscher schlagen vor, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen, zunächst für jüngere Kinder. Das Tragen einer Schutzmaske für den öffentlichen Personenverkehr soll Pflicht werden. Die Datenerhebung, auch mit Hilfe von Corona-Apps, müsste substanziell verbessert werden. Auch wenn die Corona-Krise das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben noch auf Monate bestimmen werde, müssten nun Strategien für die allmähliche Rückkehr in die Normalität entwickelt werden. So solle dann beispielsweise auch der Einzelhandel und das Gastgewerbe wieder öffnen und der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr wieder aufgenommen werden. Es gäbe aber auch Voraussetzungen für eine Lockerung. Die Neuinfektionen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau. Das Gesundheitssystem wird nicht überlastet, Infizierte werden zunehmend identifiziert und die bekannten Schutzmaßnahmen werden diszipliniert eingehalten.